Kapitel 5 Eine aufgedeckte Verschwörung. So, nun sehen wir auch lieber, dass wir heimkommen, sagte Mary. Da ist ja wohl irgendwas komisch an der ganzen Geschichte, aber das kann jetzt warten, bis wir da sind. Sie gingen den geraden, gepflegten Fährweg hinunter, dessen Ränder mit großen, weiß gestrichenen Steinen markiert waren. Nach etwa 100 Schritten kamen sie zu dem breiten, hölzernen Landesteg am Ufer. Ein großes, flaches Fährboot lag dort verteut. Die weißen Poller dicht am Wasser schimmerten im Licht zweier Lampen, die auf hohen Pfählen standen. Hinter ihnen reichte der Nebel in den flachen Feldern nun bis über die Hecken hinauf. Doch vor ihnen war das Wasser dunkel und nur wenige Nebelschwaden zogen sich wie Rauchkringel durchs Schilf am Ufer. Auf dem anderen Ufer schien es weniger neblig zu sein. Mary führte das Pony über eine Planke in das Boot, und die anderen folgten. Dann stieß Mary mit einer langen Stake vom Ufer ab. Breit und geruhsam floss der Brandywein dahin. Auf der anderen Seite war das Ufer steil, und von der Anlegestelle führte ein Serpentinenweg aufwärts. Lampen schimmerten herüber. Dahinter erhob sich der Bockberg, und aus ihm sah man durch die vereinzelten Nebelschwaden viele runde Fenster rot oder gelb hervorleuchten. Dies waren die Fenster des Brandyschlosses, der alten Höhle der Brandybox. Vor vielen, vielen Jahren hatte Gorendad Altbock, das Oberhaupt der Altbox, die eine der ältesten Familien im Bruch und im ganzen Auenland waren, den Fluss überquert, der einst die Ostgrenze des Landes gewesen war. Er erbaute, oder besser grub, das Brandyschloss, änderte seinen Namen zu Brandybock und ließ sich dort nieder als Herr eines kleinen, so gut wie unabhängigen Landes. Seine Familie wuchs und vermehrte sich weit über seine Lebzeiten hinaus, bis das Brandyschloss den ganzen unteren Teil des niedrigen Berges einnahm, mit drei Haupt- und vielen Nebeneingängen und etwa 100 Fenstern. Dann begannen die Brandybox und ihre zahlreichen Angeheirateten und Abhängigen ringsum die Hügel auszuhöhlen und später auch Häuser zu bauen. So war Bockland entstanden, der dicht besiedelte Landstreifen zwischen dem Fluss und dem alten Wald, eine Art auenländische Kolonie. Der Hauptort Bockenburg lag am Fluss und erstreckte sich über die Hänge hinter dem Brandyschloss. Mit den Bewohnern des Bruchs standen sich die Bockländer gut, und die Obrigkeit des Schlossherrn, so nannte man das Familienoberhaupt der Brandybox, wurde auch von den Bauern zwischen Stock und Rohrholm anerkannt. Aber die meisten altauenländischen Hobbits betrachteten die Bockländer als, gelinde gesagt, eigenartig, fast schon als Ausländer. Und das, obwohl sie in Wahrheit von den Bewohnern der vier Auenlandviertel nicht allzu verschieden waren. Außer in einem Punkt. Sie fuhren gern Kahn und manche konnten sogar schwimmen. Ihr Land war anfangs nach Osten hin ungeschützt gewesen, doch an dieser Seite hatten sie eine Hecke, den Hohen Haag, angelegt. Er war vor vielen Generationen gepflanzt worden, war nun hoch und dicht, denn er wurde beständig gepflegt. In weitem Bogen vom Flussufer zurücktretend verlief er von der Brandyweinbrücke bis nach Haagsend, wo die Weidenwinde aus dem alten Wald herausfloss und in den Brandywein mündete, vom einen Ende zum anderen mehr als 20 Meilen. Doch natürlich bot der Haag keinen unbedingt zuverlässigen Schutz. Der Wald rückte an vielen Stellen dicht an die Hecke heran. Die Bockländer hielten nach Einbruch der Dunkelheit die Türen verschlossen, und auch das war im Auenland sonst nicht üblich. Das Fährboot glitt langsam übers Wasser. Das Bockländer Ufer kam näher. Von den Reisenden war Sam als einziger noch nie über den Fluss gefahren. Angesichts der langsam dahinziehenden, leise glucksenden Strömung wurde ihm ganz seltsam zumute. Hinter ihm im Nebel lag sein gewohntes Leben, vor ihm ein dunkles Abenteuer. Er kratzte sich den Kopf und für einen Moment wünschte er sich, Herr Frodo könnte weiter geruhsam in Beutelsend leben. Die vier Hobbits stiegen aus dem Boot. Mary band es fest und Pippin führte schon das Pony den Weg hinauf, als Sam, der sich wie zum Abschied vom Auenland noch einmal umgeschaut hatte, mit gepresster Flüsterstimme sagte,
Schau mal zurück, Herr Frodo. Siehst du nichts? Am Landesteg gegenüber konnten sie aus der Entfernung im Lampenlicht undeutlich eine Gestalt erkennen. Sie sah aus wie ein schwarzes Bündel, das jemand dort zurückgelassen hatte. Doch dann schien das Bündel sich zu bewegen und hin und her zu schwanken, wie wenn es den Boden absuchte. Dann kroch es oder ging in geduckter Haltung in die Dunkelheit hinter den Lampen davon. »Was in allen Auen ist das?« rief Merry. »Etwas, das uns verfolgt«, sagte Frodo. »Aber bitte fragt jetzt nicht weiter. Nichts wie weg von hier.« Sie hasteten den Weg zum Kamm des Steilufers hinauf. Doch als sie noch einmal über den Fluss blickten, war das andere Ufer in Nebel gehüllt und nichts war zu sehen. »Ein Glück, dass ihr am Westufer keine Boote liegen lasst«, sagte Frodo. »Können Pferde über den Fluss kommen?« »Sie könnten es 20 Meilen weiter nördlich bei der Brandyweinbrücke. Oder sie könnten schwimmen«, antwortete Merry. »Allerdings habe ich noch nie gehört, dass ein Pferd über den Brandywein geschwommen ist. Aber was haben Pferde damit zu tun?« »Ich erzähle es dir später. Wenn wir im Haus sind, können wir reden.« »Na schön. Du und Pippin, ihr kennt den Weg. Und ich reite voraus und sage dem Dicken, dass ihr bald da seid. Wir kümmern uns ums Abendessen und so weiter.« »Wir haben zwar schon beim Bauern Maggot gegessen«, sagte Frodo, »aber ein zweites Abendessen können wir auch vertragen.« »Ihr sollt es bekommen. Gib mir den Korb«, sagte Merry und trabte voraus in die Dunkelheit. Vom Brandywein bis zu Frodos neuem Haus in Krickloch war es noch ein gutes Stück weit. Sie gingen rechts am Bockberg und am Brandyschloss vorbei, bis zur Hauptstraße am Rande von Bockenburg, die von der Brücke herkam und weiter nach Süden führte. Nach einer halben Meile nordwärts auf dieser Straße zweigte zur Rechten ein Feldweg ab. Auf diesem gingen sie 2 Meilen weit ins hügelige Land hinein. Schließlich kamen sie zu einer schmalen Pforte in einer dichten Hecke. Von dem Haus war im Dunkeln nichts zu sehen. Es stand abseits vom Weg inmitten einer großen, runden Wiese, umgeben von einem Gürtel niedriger Bäume innerhalb der Hecke. Frodo hatte es sich ausgesucht, weil es in einem entlegenen Winkel des Landes und abseits von allen anderen Behausungen stand. Man konnte aus- und eingehen, ohne dass einen jemand bemerkte. Die Brandybox hatten es vor langer Zeit erbaut, für Gäste oder Familienangehörige, die der Enge und dem Trubel im Brandyschloss für eine Weile entkommen wollten. Es war ein altväterisches Landhaus, eine Hobbithöhle so ähnlich wie nur möglich, lang und niedrig, ohne Obergeschoss, wie ein Dach aus Rasensoden, runden Fenstern und einer großen, runden Tür. Als sie über den Rasenweg von der Pforte herankamen, war kein Licht zu sehen. Jedenfalls drang keines durch die geschlossenen Fensterläden. Frodo klopfte an die Tür und Fredegar Bolger machte auf. Ein freundlicher Lichtschein fiel nach draußen. Rasch traten sie über die Schwelle und schlossen sich und das Licht ein. Sie standen in einer geräumigen Diele mit Türen zu beiden Seiten. Vor ihnen führte ein Gang durch die Mitte des Hauses. »Nun, wie findest du's?« fragte Merry, der den Gang heraufkam. »Wir haben uns alle Mühe gegeben, es dir in der kurzen Zeit so heimisch wie möglich zu machen. Schließlich sind der Dicke und ich auch erst gestern mit der letzten Fuhre hier angekommen.« Frodo schaute sich um. Es sah wirklich heimisch aus. Viele von den Möbeln, die er gern um sich hatte, waren da. Doch eigentlich waren es Bilbos Möbel. An ihn erinnerten sie in der neuen Umgebung umso mehr. Alle nach Möglichkeit so gestellt, wie sie im Beutelsend gestanden hatten. Es war ein hübsches, komfortables und einladendes Haus. Und er musste sich eingestehen, dass er wünschte, er wäre wirklich hergekommen, um sich in aller Zurückgezogenheit hier niederzulassen. Es schien ihm unredlich, dass es seinen Freunden all die Mühe gemacht hatte, und zum wiederholten Male fragte er sich, wie er ihnen nur die Neuigkeit beibringen solle, dass er sie sobald, ja, im Grunde sofort, verlassen müsste. Jedenfalls musste er es ihnen am selben Abend noch sagen, bevor sie zu Bett gingen. »Es ist herrlich«, sagte er, aber es kostete ihn Überwindung. »Ich merke kaum, dass ich umgezogen bin.« Die Reisenden hängten ihre Mäntel auf und stellten die Rucksäcke auf den Boden. Merry führte sie durch den Flur und stieß am äußersten Ende eine Tür auf.
Feuerschein drang heraus und eine Dampfwolke. »Ein Bad«, rief Pippin, »o unvergleichlicher Meriadoc!« »In welcher Reihenfolge gehen wir rein?« sagte Frodo. »Der Älteste zuerst oder der Schnellste? Du bist in jedem Fall der Letzte, Herr Pippin.« »Du traust mir doch hoffentlich zu, dass ich so etwas besser organisiere«, sagte Merry. »Wir können doch das Leben in Krickloch nicht mit Zankups Badewasser anfangen. In dem Raum hier stehen drei Wannen und ein großer Kessel kochendes Wasser. Handtücher, Matten und Seife liegen auch bereit. Rein mit euch und macht schnell.« Merry und der Dicke gingen in die Küche auf der anderen Seite des Flurs und trafen die letzten Vorbereitungen für ein spätes Abendessen. Fetzen von mehreren einander widerstreitenden Gesängen kamen aus dem Badezimmer, vermischt mit Spritz- und Planschgeräuschen. Pippins Stimme erhob sich über die der beiden anderen. Er sang eines von Bilbos liebsten Badeliedern. »Ein Lob dem Bade, dem warmen Guss, der abspült den Staum und des Tages Verdruss. Ein Lümmel ist er, der trielt und stinkt, wer heißes Wasser nicht laut besingt. O, zärtlich klingt des Regens laut und das Rieseln des Baches im Wiesenkraut. Doch nimmer tut Regen und Bach so gut, wie heißes Wasser im Zuber tut. Auch kaltes Wasser allenfalls netzt, wenn man durstig ist, den Hals. Doch geht's ans Trinken, raten wir, das bessere Kehlenbad ist Bier. O Wasser, das dem Springquell gleich, gen Himmel steigt, ist wonnereich, doch niemals rauscht ein Quell so süß, wie heißes Wasser mir, platsch auf die Füß.« Man hörte ein gewaltiges Platsch, auf das ein Buhu von Frodo folgte. Anscheinend hatte sich ein großer Teil von Pippins Badewasser in einen Springquell verwandelt. Merry trat an die Tür. »Wie wär's, wenn ihr jetzt zum Essen und zum Kehlenbad kämt?« Frodo kam heraus und trocknete sich das Haar. »Die Luft ist so feucht da drin, dass ich mich lieber hier fertig mache«, sagte er. »Gerechtigkeit«, sagte Merry und schaute hinein. Der Steinfußboden schwamm. »Das wischst du auf, Peregrin, sonst kriegst du nichts zu essen«, sagte er. »Beeil dich, oder wir warten nicht auf dich.« Das Essen gab es in der Küche auf einem Tisch nah am Herd. »Ich nehme an, ihr drei wollt nicht schon wieder Pilze«, sagte Fredegar ohne viel Hoffnung. »Doch wollen wir«, rief Pippin. »Mir gehören sie«, sagte Frodo. »Mir hat Frau Margot sie gegeben, die Königin aller Bauersfrauen. Nimm deine gierigen Pfoten weg, dann teile ich aus.« Der Pilzhunger der Hobbits übersteigt alles, was selbst vom großen Volk an Süchten und Begierden bekannt ist. Eine Tatsache, die wenigstens teilweise die langen Expeditionen des jungen Frodo zu den berühmten Pilzwiesen des Bruchlands und den Zorn des geschädigten Bauer Margot erklärt. Bei dieser Gelegenheit nun gab es, selbst nach Hobbit-Maßstäben, mehr als genug für alle, und nach den Pilzen kamen noch etliche andere Gänge. Als sie mit allem fertig waren, stieß selbst der unersättliche Fredegar Bolger einen Seufzer der Zufriedenheit aus. Sie schoben den Tisch beiseite und rückten mit den Stühlen ums Feuer. »Aufräumen können wir später«, sagte Merry. »Nun erzählt mir aber bitte alles. Ich kann mir denken, dass ihr Abenteuer erlebt habt, unfairerweise nicht in meinem Beisein. Ich wünsche einen vollständigen Bericht. Vor allem möchte ich wissen, was mit dem alten Maggot los war, warum er so komisch mit mir geredet hat. Es hörte sich fast so an, als ob er Angst hätte, wenn das bei ihm überhaupt möglich ist.« »Wir haben alle Angst gehabt«, sagte Pippin, nachdem Frodo eine Weile ins Feuer geblickt hatte, ohne etwas zu sagen. »Du hättest auch Angst gehabt, wenn 2 Tage lang die schwarzen Reiter hinter dir her gewesen wären.« »Und was sind das für welche?« »Schwarze Gestalten auf schwarzen Pferden«, antwortete Pippin. »Wenn Frodo nicht reden will, werde eben ich euch alles von Anfang an erzählen.« Dann berichtete er ausführlich über ihren Fußmarsch vom Aufbruch aus Hobbingen an. Sam steuerte manch bestätigenden Gesten und Ausrufe bei. Frodo blieb stumm. »Ich würde meinen, das hast du alles zusammenfantasiert«, sagte Merry, »wenn ich nicht dieses schwarze Ding auf dem Landesteg gesehen und diesen komischen Beiklang in Margots Stimme gehört hätte. Was hältst du von alledem, Frodo?« »Vetter Frodo ist bisher sehr zugeknöpft gewesen«, sagte Pippin, »aber nun wird es Zeit, dass er auspackt. Bisher haben wir nichts erfahren, woran wir uns halten könnten, außer Margots Vermutung, das Ganze habe etwas mit dem Schatz des alten Bilbo zu tun.« »Das war einfach so geraten«, sagte Frodo hastig. »Margot weiß überhaupt nichts.« »Der alte Knabe ist nicht blöd«,
sagte Mary. Seinem runden Gesicht sieht man nicht an, was er sich alles denkt, aber nichts sagt. Ich habe gehört, dass er früher öfters in den alten Wald gegangen ist, und er steht in dem Ruf, über allerlei seltsame Dinge Bescheid zu wissen. Aber wenigstens könntest du uns sagen, Frodo, ob du denkst, dass er gut oder schlecht geraten hat. Ich denke, antwortete Frodo langsam, dass er nach allem, was er wissen kann, gut geraten hat. Ein Zusammenhang mit Bilbos alten Abenteuern besteht tatsächlich, und die Reiter suchen, oder vielleicht sollte man sagen, fahnden nach ihm oder nach mir. Ich befürchte auch, wenn ihr es denn wissen wollt, dass die Sache überhaupt nicht lustig ist und dass ich weder hier noch irgendwo sonst in Sicherheit bin. Er blickte nach den Fenstern und Wänden, als befürchtete er, dass sie plötzlich aufgehen könnten. Die anderen sahen ihn stumm an und wechselten miteinander vielsagende Blicke. »Jetzt kommt's, jede Sekunde«, sagte Pippin flüsternd zu Merry. »Nun denn«, sagte Frodo endlich, richtete sich auf und straffte den Rücken, als habe er einen Entschluss gefasst. »Ich kann's nicht länger verheimlichen. Ich muss euch allen etwas sagen, aber ich weiß nicht recht, wie ich anfangen soll.« »Ich glaube, ich kann dir helfen«, sagte Merry ruhig, »indem ich dir einen Teil davon meinerseits sage.« »Was meinst du damit?« sagte Frodo und schaute ihn besorgt an. »Mein guter alter Frodo, nur so viel. Du bist unglücklich, weil du nicht weißt, wie du Abschied nehmen sollst. Natürlich hast du schon länger vorgehabt, aus dem Auenland fortzugehen, aber nun ist die Gefahr rascher über dich hereingebrochen, als du erwartet hast, und du willst dich entschließen, sofort aufzubrechen. Aber du willst doch nicht fort. Du tust uns sehr leid.« Frodo machte den Mund auf und klappte ihn gleich wieder zu. Seine überraschte Miene war so komisch, dass sie lachen mussten. »Mein lieber alter Frodo«, sagte Pippin, »hast du wirklich geglaubt, du könntest uns allen Sand in die Augen streuen? Dazu warst du bei weitem nicht gerissen und umsichtig genug. Offenbar hast du schon das ganze letzte Jahr seit April daran gedacht, vorzugehen und vorher noch all deinen Schlupfwinkeln Lebewohl zu sagen. Immer wieder haben wir gehört, wie du Sachen vor dich hingebrabbelt hast. Ob ich wohl dieses Tal noch mal wiedersehen werde und dergleichen. Und was sollten wir davon halten, wenn du so tust, als ob dir das Geld ausgeht und dann tatsächlich dein schönes Beutelsend an diese Sackheim-Beutlins verkaufst? Und von all diesen Gesprächen unter vier Augen mit Gandalf?« »Du lieber Himmel«, sagte Frodo. »Und ich habe gedacht, ich hätte alles sehr schlau eingefädelt. Ich weiß nicht, was Gandalf dazu sagen würde. Redet denn nun schon das ganze Auenland von meinem Fortgang?« »Oh nein«, sagte Mary, »darüber macht ihr keine Sorge. Lange wird es sich natürlich nicht geheim halten lassen, aber bis jetzt, meine ich, wissen davon nur wir Verschwörer. Du musst doch bedenken, dass wir dich gut kennen und oft mit dir zusammen sind. Gewöhnlich können wir erraten, was dir durch den Kopf geht. Und Bilbo habe ich auch gekannt. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich habe dich immer ziemlich genau beobachtet, seit er fort ist. Ich dachte, früher oder später würdest du ihm folgen. Eher früher, dachte ich sogar, und in letzter Zeit waren wir sehr besorgt. Uns graute vor dem Gedanken, du könntest uns entwischen und ganz allein plötzlich losgehen, so wie er. Seit diesem Frühjahr haben wir die Augen offen gehalten und auch unsererseits allerlei geplant und vorbereitet. So leicht kommst du uns nicht davon.« »Aber ich muss doch fort, Freunde«, sagte Frodo. »Es ist nicht zu ändern. Es ist bitter für uns alle, aber es hat keinen Zweck, dass ihr versucht, mich zurückzuhalten. Wenn ihr schon so viel erraten habt, dann bitte helft mir und hindert mich nicht.« »Du verstehst nicht«, sagte Pippin. »Du musst gehen, und darum müssen wir es auch. Merry und ich kommen mit. Dass Sam mitkommt, ist gut und schön. Er würde jedem Drachen in den Schlund springen, um dich rauszuziehen, wenn er nicht über die eigenen Füße stolpern würde. Aber bei einem so gefährlichen Abenteuer wirst du mehr als einen Begleiter nötig haben.« »Meine teuren und heißgeliebten Hobbits«, sagte Frodo tiefgerührt, »aber das kann ich nicht zulassen, das habe ich schon lange beschlossen. Ihr sprecht von einem gefährlichen Abenteuer, aber ihr begreift nicht. Das wird keine Schatzsuche, keine Fahrt hin und zurück. Ich flüchte vor einer Lebensgefahr in die andere.« »Natürlich begreifen wir«, sagte Mary mit Entschiedenheit, »und eben deshalb haben wir beschlossen, mitzukommen. Wir wissen, dass der Ring kein Scherzartikel ist, aber wir werden unser Bestes tun, um dir gegen den Feind beizustehen.« »Der Ring?« sagte Frodo, nun völlig entgeistert. »Ja, der Ring«, sagte Merry.
Mein guter alter Hobbit, du weißt nicht, wie neugierig Freunde sein können. Von dem Ring weiß ich seit Jahren. Ich wusste sogar schon davon, bevor Bilbo fortging. Aber weil er ihn offenbar als Geheimnis betrachtete, behielt ich mein Wissen für mich, bis sie die Verschwörung angezettelt haben. Ich kannte Bilbo natürlich nicht so gut, wie ich dich kenne. Dazu war ich noch zu jung und er war auch vorsichtiger. Aber nicht vorsichtig genug. Wenn du wissen willst, wie ich das herausbekommen habe, erzähle ich's dir. Erzähle, sagte Frodo matt. Sein Verhängnis, wie du dir ja denken kannst, waren die Sarkheim-Beutlins. Eines Tages, etwa ein Jahr vor dem Abschiedsfest, sah ich auf der Straße Bilbo vor mir hergehen. Plötzlich tauchten von fern die Sarkheim-Beutlins auf und kamen uns entgegen. Bilbo wurde langsamer und auf einmal, hast du nicht gesehen, war er verschwunden. Ich bin so erschrocken, dass ich kaum mehr klar genug im Kopf war, um auf herkömmlichere Weise in Deckung zu gehen. Aber ich flitzte durch die Hecke und ging dahinter auf der Wiese weiter. Ich guckte raus auf die Straße, als die Sarkheim-Beutlins vorbei waren, und sehe Bilbo unmittelbar vor mir, wie er gerade wieder auftaucht. Für einen Moment sah ich Gold schimmern, als er etwas in die Hosentasche steckte. Danach habe ich die Augen offen gehalten. Ich habe sogar spioniert, muss ich zugeben. Aber du wirst verstehen, es war sehr spannend, und ich war ja noch nicht mal in den Tweens. Ich muss wohl im ganzen Auenland der Einzige sein, abgesehen von dir, Frodo, der je in das Geheimbuch des alten Knaben geschaut hat. Du hast sein Buch gelesen, rief Frodo. Du meine Güte, ist denn nichts vor euch sicher? Nicht allzu sicher, würde ich meinen, sagte Merry. Aber ich konnte nur einmal rasch einen Blick hineinwerfen, und das war schon schwierig genug. Er ließ das Buch nie herumliegen. Was wohl daraus geworden ist? Ich würde gern noch mal hineinschauen. Hast du es, Frodo? Nein, es war nicht im Beutelsend. Er muss es mitgenommen haben. Jedenfalls, wie schon gesagt, fuhr Merry fort, ich behielt für mich, was ich wusste, bis zu diesem Frühjahr, als die Sache ernst wurde. Dann haben wir unsere Verschwörung organisiert, und weil wir seriöse Verschwörer waren und ebenfalls ernst machen wollten, konnten wir in unseren Mitteln nicht so wählerisch sein. Du bist schon eine ziemlich harte Nuss und Gandalf ist noch schlimmer. Aber wenn du unseren wichtigsten Spion kennenlernen willst, kann ich ihn dir vorstellen. Wo ist er? Sagte Frodo und schaute umher, als erwartete er, einen vermummten Bösewicht aus einem Schrank hervorkommen zu sehen. Tritt vor, Sam, sagte Merry, und Sam stand auf, das Gesicht scharlachrot bis zu den Ohren. Hier ist unser verdeckter Ermittler, und er hat eine Menge ermittelt, kann ich dir versichern, bis er schließlich ertappt wurde. Danach schien er sich sozusagen durch Ehrenwort gebunden zu fühlen und gab nichts mehr preis. Sam, rief Frodo mit einem Gefühl, sich fortan über gar nichts mehr wundern zu können und außerstande, sich klar zu werden, ob er nun wütend, belustigt oder erleichtert sein oder sich einfach dumm vorkommen sollte. »Jawohl, Chef«, sagte Sam. »Bitte gehorsamst um Verzeihung, Chef. Aber ich habe es nicht bös gegen dich gemeint, Herr Frodo. Und auch nicht gegen Herrn Gandalf. Der hat genug Grips, wie du weißt, und als du gesagt hast, du gehst allein fort, da hat er gesagt, nein, nimm jemanden mit, dem du vertrauen kannst.« »Aber es sieht nicht so aus, als ob ich jemandem trauen kann«, sagte Frodo. Sam sah ihn bekümmert an. »Es kommt ganz darauf an, was du willst«, warf Merry ein. »Du kannst darauf vertrauen, dass wir mit dir durch dick und dünn gehen bis zum bitteren Ende, und du kannst darauf vertrauen, dass deine Geheimnisse bei uns gut aufgehoben sind, besser als bei dir selbst. Aber du kannst nicht darauf vertrauen, dass wir dich ohne ein Wort verschwinden und der Gefahr allein entgegengehen lassen. Wir sind deine Freunde, Frodo. Jedenfalls, so steht es. Wir wissen zum größten Teil, was Gandalf dir gesagt hat. Wir wissen allerhand über den Ring, wir haben eine entsetzliche Angst, aber wir kommen mit, oder wir verfolgen dich wie eine Hundemeute.« »Und schließlich, Herr Frodo«, ergänzte Sam, »solltest du auch auf die Elben hören. Gildor hat gesagt, du sollst Freunde mitnehmen, die bereit sind, dir zu folgen. Das kannst du nicht bestreiten.« »Ich bestreite es nicht«, sagte Frodo und schaute Sam an, der nun grinste. »Ich bestreite es nicht, aber ich werde nie wieder glauben, dass du schläfst, ob du nun schnarchst oder nicht. Ich werde dir immer erst einen kräftigen Tritt geben, um mich zu vergewissern.« »Ihr seid mir eine ganz hinterlistige Bande«, sagte er zu den anderen, »aber ich danke euch.« Lachend stand er auf und hob beide Hände. »Ich ergebe mich. Ich will auf Gildors Rat hören.
Ich würde jetzt vor Freude tanzen, wenn die Aussichten nicht so finster wären. Trotzdem, ich kann mir nicht helfen. Ich bin froh, so froh, wie ich es schon lange nicht mehr gewesen bin. Vor diesem Abend hat es mir gegraut. Gut, alles klar, ein dreifach hoch auf Hauptmann Frodo und Co., brüllten sie und tanzten um ihn herum. Merry und Pippin stimmten ein Lied an, das sie offenbar für diese Gelegenheit geschrieben hatten. Es war in Zwergenstrophen gedichtet, wie das Lied, von dem sich Bilbo einst in sein Abenteuer hatte hineinlocken lassen, und ging nach derselben Melodie. Ach, Haus und Herd, auf Wiedersehen, ob's stürmt, ob's schneit, wir müssen gehen, vom Bett gejagt, bevor es tagt, zu Feld und Wald und Bergeshöhen. Nach Bruchtal, wo man Elbe spricht, zum tiefen Tal im Nebellicht, dahin, dahin, durch dick und dünn, doch wohin dann, wir wissen's nicht. Ringsum Gefahr, die uns beschleicht, das Bett im Freien kalt und feucht, doch geht's voran, ist irgendwann die Fahrt zu End, das Ziel erreicht. Ob's stürmen oder schneien mag, wir müssen fort vor Tau und Tag. Sehr schön, sagte Frodo. Aber wenn das so ist, haben wir noch einiges zu tun, bevor wir zu Bett gehen. Wenigstens heute Nacht noch mit einem Dach über dem Kopf. Ach, das war doch nur das Gedicht, sagte Pippin. Oder willst du wirklich vor Tau und Tag aufbrechen? Ich weiß nicht, sagte Frodo. Ich fürchte mich vor diesen schwarzen Reitern und bin sicher, dass es gefährlich wäre, lange an einem Ort zu bleiben, besonders an einem, von dem bekannt ist, dass ich ihn aufsuchen wollte. Außerdem hat Gildor mir geraten, nicht zu warten, aber ich würde sehr gern Gandalf treffen. Ich habe gemerkt, dass sogar Gildor besorgt war, als er hörte, dass er nicht gekommen ist. Eigentlich hängt alles von zwei Fragen ab. Wie schnell können die Reiter nach Bockenburg kommen? Und wie schnell können wir aufbrechen? Es wird noch einiges vorzubereiten sein. Die Antwort auf die zweite Frage, sagte Merry, lautet, dass wir in einer Stunde aufbrechen könnten. Ich habe so gut wie alles vorbereitet. In einem Stall hinter den Wiesen stehen 6 Ponys, Vorräte und Marschausrüstung sind eingepackt. Fehlen nur noch ein bisschen Kleidung zum Wechseln und die verderblichen Nahrungsmittel. Ihr scheint eure Verschwörung ganz professionell organisiert zu haben, sagte Frodo. Aber was sagst du zu den schwarzen Reitern? Könnten wir es riskieren, noch einen Tag auf Gandalf zu warten? Kommt ganz drauf an, was du denkst, was die Reiter tun würden, wenn sie dich hier fänden, antwortete Merry. Sie könnten natürlich jetzt schon hier sein, wenn sie am Nordtor nicht aufgehalten würden, wo der Haag bis ans Flussufer herabreicht, gerade diesseits der Brücke. Die Torwächter würden sie bei Nacht nicht durchlassen, aber sie könnten durchbrechen. Selbst bei Tag, denke ich, würde man wohl versuchen, sie nicht einzulassen, oder würde zumindest erst Anweisungen des Schlossherrn einholen wollen. Denn die Reiter machen sicher keinen vertrauten, erweckenden Eindruck, und die Wächter werden es mit der Angst kriegen. Aber einem entschlossenen Angriff könnte ganz Bockland natürlich nicht lange widerstehen. Und es ist möglich, dass man sogar einen schwarzen Reiter einlässt, wenn er morgens kommt und ganz manierlich sagt, dass er zu Herrn Beutlin möchte. Es ist ja allgemein bekannt, dass du nach Krickloch ziehst. Frodo setzte sich und überlegte eine Weile. »Ich habe mich entschieden«, sagte er schließlich. »Ich breche morgen auf, sobald es hell ist. Aber ich gehe nicht über die Straße, denn das wäre noch gefährlicher, als hier zu warten. Wenn ich durchs Nordtor gehe, wird meine Abreise aus Bockland sofort bekannt, statt wenigstens noch ein paar Tage geheim zu bleiben. Außerdem werden die Brücke und die Oststraße in Grenznähe mit Sicherheit beobachtet, ob nun ein Reiter nach Bockland hereinkommt oder nicht.« Wir wissen nicht, wie viele Reiter es sind, mindestens aber 2, womöglich mehr. Das einzig Richtige ist also, in einen völlig unvorhergesehenen Weg einzuschlagen. Aber das kann nur heißen durch den alten Wald, sagte Frediger erschrocken. Das kannst du doch nicht vorhaben. Der alte Wald ist ebenso gefährlich wie diese schwarzen Reiter. Nicht ganz, sagte Merry. Es klingt zwar tollkühn, aber ich glaube, Frodo hat recht. Es ist der einzige Weg, auf dem wir nicht sofort die Verfolger hinter uns hätten. Mit etwas Glück könnten wir einen beträchtlichen Vorsprung gewinnen. Aber im alten Wald könnt ihr nicht viel Glück haben, wandte Frediger ein. Niemand hat doch Glück. Ihr werdet euch verirren. Niemand geht da rein. Oh doch, ich kenne manche, sagte Merry. Die Brandyboxe gehen rein, manchmal, wenn ihnen danach zumute ist. Wir kennen einen geheimen Eingang. Frodo ist schon einmal drin gewesen vor langer Zeit.
Ich bin mehrere Male drin gewesen, allerdings meistens bei Tageslicht, wenn die Bäume einigermaßen friedlich vor sich hindösen. Na, tut, was ihr für richtig haltet, sagte Friediger. Ich wüsste nicht, wovor ich mehr Angst habe als vor dem alten Wald. Die Geschichten über ihn sind ein Albtraum. Aber meine Stimme zählt ja wohl nicht, weil ich nicht mitgehe. Immerhin muss ja auch jemand da bleiben, der Gandalf sagen kann, wo ihr seid, denn er wird sicherlich bald kommen. Bei aller Freundschaft mit Frodo hatte der dicke Frediger doch keine Lust, das Auenland zu verlassen und die weite Welt jenseits der Grenzen kennenzulernen. Seine Familie kam sogar aus Balkfurt in den Brückenauen, aber er war noch nie über die Brandyweinbrücke gegangen. Nach dem ursprünglichen Plan der Verschwörer sollte er zurückbleiben, Neugierige abwimmeln und so lange wie möglich den Anschein aufrechterhalten, dass Herrn Beutlin noch in Krickloch wohne. Er hat sogar ein paar abgelegte Kleider von Frodo mitgebracht, um dessen Rolle besser spielen zu können. Sie hatten nicht bedacht, wie gefährlich das werden mochte. Vortrefflich, sagte Frodo, als man ihm den Plan erklärt hatte. Anders könnten wir Gandalf keine Nachricht hinterlassen. Ich weiß nicht, ob diese Reiter lesen können, aber einen Brief dazu lassen würde ich nicht wagen, denn vielleicht dringen sie ein und durchsuchen das Haus. Aber wenn der Dicke bereit ist, die Stellung zu halten und ich sicher sein kann, dass Gandalf erfährt, welchen Weg wir genommen haben, dann ist mein Entschluss gefasst. Morgen vor Tau und Tag gehe ich in den alten Wald. Gut, das wär's, sagte Pippin. Alles in allem möchte ich mit dem Dicken nicht tauschen. Er muss hier auf die schwarzen Reiter warten. Warte nur ab, bis du in dem Wald drin bist, sagte Frediger. Morgen um diese Zeit wirst du dir wünschen, du wärest wieder hier bei mir. Hat keinen Sinn, weiter darüber zu streiten, sagte Merry. Wir müssen noch aufräumen und die letzten Sachen einpacken, bevor wir zu Bett gehen. Ich wecke euch morgen vor Tau und Tag. Als Frodo endlich im Bett lag, konnte er eine Weile nicht einschlafen. Die Beine schmerzten. Er war froh, morgen reiten zu können. Endlich fiel er in Schlaf und hatte einen wirren Traum, in dem es ihm schien, dass er von einem hohen Ausguck auf ein dunkles Meer verfilzter Wälder hinabsah. Von tief unten zwischen den Wurzeln kamen Geräusche von kriechenden und schnüffelnden Kreaturen. Er hatte das Gefühl, dass sie ihn früher oder später wittern mussten. Dann hörte er ein fernes Brausen. Zuerst dachte er, es sei ein Sturm, der durch die Wipfel der Bäume fegte. Doch dann erkannte er, dass es kein Waldesrauschen war, sondern das Brausen des weit entfernten Meeres, ein Geräusch, das er im Wachen noch nie, zu seiner Beunruhigung aber schon oft im Traum gehört hatte. Plötzlich merkte er war in offenem Gelände. Nirgendwo waren Bäume. Er stand auf einer düsteren Heide und ein ungewohnter Salzgeruch hing in der Luft. Als er aufblickte, sah er vor sich einen großen weißen Turm, der ganz allein auf einem hohen Bergrücken stand. Ein starkes Verlangen überkam ihn, den Turm zu besteigen und das Meer zu sehen. Er begann, den Berg hinaufzugehen, aber mit einem Mal leuchtete der Himmel auf und ein Donnern war zu hören.